Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur Altonaer Sprechstunde Hexenschuss und Ischias, wann soll man operieren? Ich bin Uwe Kehler, der Leiter der neurochirurgischen Abteilung der Asklepios Klinik Altona, und ich werde Sie heute versuchen, ein bisschen durch den Abend zu führen. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen unrasiert bin. Ich bin gerade gestern Abend von einem Kongress wiedergekommen und habe heute Morgen gesehen, dass mein Rasierer gar nicht da war. Ich bitte um Entschuldigung. Ich freue mich, dass Sie bei dem schönen Abend heute da sind. Draußen ist es ja besonders schön, und wenn Sie aber Rückenschmerzen haben, sind Sie genau richtig hier. Ich werde Ihnen ein bisschen was zunächst über die Neurochirurgie erzählen, bevor ich dann auf Hexenschuss und Ischias und was man da machen soll und wann man operieren soll, zurückkomme. Ich bin der Leiter der Neurochirurgie. Was machen die Neurochirurgen eigentlich? Das sehen Sie hier ein bisschen auf diesem Bild. Sie operieren eigentlich überall, wo es Nerven und Gehirn gibt. Zum Beispiel Hirntumoren, Wasserköpfe, an der Wirbelsäule natürlich, worüber wir später sprechen, Schmerzen oder an den peripheren Nerven. Die Neurochirurgie in Altona ist ein mittelgroßes bis großes Team mit 4 Oberärzten, 3 Fachärzten, 5 Assistenzärzten und einem Chefarzt. Wir machen etwa 1800 Operationen. Und das Wichtige auch für Sie, falls Sie mal hierher kommen sollten oder müssten, ist, dass wir 24 Stunden am Tag vor Ort sind, 7 Tage in der Woche. Das heißt, wir können uns rund um die Uhr um Sie kümmern. Wir haben verschiedene Schwerpunkte hier in Altona. Das sind zum einen die Hirntumoren. Sie sehen hier schwierige Erkrankungen, die man häufig, aber heute auch ganz gut behandeln kann, die wir alle mit dem Endoskop oder Mikroskop mikrochirurgisch behandeln. Wir behandeln viele Gefäßerkrankungen, sogenannte Aneurysmen, Angiome, Blutschwämme, Hirnblutung, wie Sie das hier sehen, und sind dort in einem großen neurovaskulären Zentrum mit den Neurologen und den Neuroradiologen vernetzt. Ein ganz besonderer Schwerpunkt der Neurochirurgie in Altona ist der sogenannte Altershirndruck oder Normaldruckhydrocephalus, eine Erkrankung der älteren Patienten, die eine Gangstörung haben und eine Inkontinenz und auch Gedächtnisstörung haben. Sie sehen hier ganz schön, wenn wir älter werden, werden wir alle irgendwann mal bettlägerig und sterben irgendwann. Aber wenn man diese Erkrankung hat, ist die Zeitachse deutlich kürzer, und deshalb sollte man so etwas immer behandeln. Und es sind in Hamburg 20.000 Menschen, die einen solchen Alterswasserkopf oder Normaldruckhydrocephalus haben. Und das kann man heute sehr gut behandeln. Die Patienten sind in aller Regel für viele Jahre deutlich gebessert und kommen sozusagen zurück auf das normale Altern, wie Sie das hier sehen. Nicht? Wenn Sie hier schnell altern und behandelt werden, kann man Sie auf das normale Altern, auf den normalen Alterungsprozess zurückführen. Ein weiterer ganz großer Schwerpunkt sind die Gesichtsschmerzen, die Trigeminusneuralgien. Ein einschießender Gesichtsschmerz. Das kann man heute auch sehr gut behandeln durch verschiedene Methoden. Die eleganteste Methode auch mit einer Heilung dieser Schmerzen ist die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression. Ich hoffe, Sie brauchen uns nie, aber wenn Sie uns dafür brauchen, sind Sie da genau bei uns an der richtigen Stelle. Und natürlich die Wirbelsäule, und darauf werden wir gleich in Einzelnen zurückkommen, ist ein ganz großer Schwerpunkt in Altona. Die Neurochirurgie ist eine Hightech-Medizin. Wir behandeln und operieren mit dem Mikroskop, mit der Neuronavigation, mit der intraoperativen Bildgebung, mit der Sonographie, endoskopisch, und können außerdem noch die Funktionen der Nerven und des Gehirns während der Operation überprüfen. Und diese Sachen, die wir hauptsächlich natürlich für die Gehirnoperationen haben, kommen aber auch bei unseren Wirbelsäulenoperationen den Patienten zugute. Nun kommen wir zum Hexenschuss und zu Ischias. Wenn wir hier eine Fortbildung, wie wir es früher hatten, eine Fortbildung hatten im Hörsaal, habe ich immer rumgefragt, ne, wer hat denn alle schon mal Rückenschmerzen und Rückenbeinschmerzen gehabt? Und eigentlich fast ausnahmslos haben alle die Hand gehoben. Die Lebenszeitprävalenz, also wie häufig man dieses im Leben gehabt hat, das sind etwa 80-90% der Bevölkerung. Also eigentlich fast alle, nur wenige haben das Glück, dass sie diese Beschwerden nicht haben.
Wie kommt es dazu? Ja, es ist einfach ein Alterungsprozess der Wirbelsäule. Sie sehen hier eine junge bis mittelalte Wirbelsäule, die noch ganz gut aussieht. Und hier sehen Sie eine relativ alte Wirbelsäule. Sie sehen hier so Knochenzacken überall dran und die ist erheblich verschlissen und degenerativ verändert. So wie Sie halt auch Falten in der Haut kriegen, kriegen Sie auch diese innerlichen Falten, wenn ich das so sagen darf. Und die können, müssen nicht, aber die können mal halt auch Probleme machen. Wir reden von einem Hexenschuss, wenn wir akut plötzlich einschießende Schmerzen haben, wie Sie das hier auf der linken Seite sehen. Und diese Schmerzen können auch mal ins Bein gehen. Das nennen wir dann Ischias. Dabei hat man bei dem Rückenschmerz häufig ein sogenanntes lokales Syndrom durch eine Irritation der Muskulatur, der kleinen Wirbelgelenke und des Bandscheibenapparates. Wenn der Schmerz ins Bein geht, dann sind die Nerven der Wirbelsäule auch mit betroffen. Hier sehen Sie das nochmal. Das ist eine Kernspintomographie oder MRT. Das ist das gleiche MRT, Kernspintomographie. Sie sehen mal hier den ganzen Apparat um einen Wirbelkörper herum. Dieses ist der sogenannte Wirbelkanal. Sie sehen hier die einzelnen Wurzeln, die einzelnen Nerven in dem Kanal. Und Sie sehen, hier ist der Wirbelkörper, hier ist hinten. Und das hier ist die ganze Muskulatur. Und die Muskulatur zum Beispiel in diesem Fall ist erheblich verändert, verfettet. Dann sieht man außerdem, dieses ist ein kleines Wirbelgelenk. Und auch dieses, das ist ganz groß, das ist auch erheblich verschlissen. Sie kennen das vielleicht bei manchen Leuten, die so ganz dicke Gelenke an den Fingern haben. Und solche Verdickungen dieser Gelenke können Sie auch an den kleinen Wirbelgelenken haben. Und dann gibt es hier so eine Bandscheibenvorwölbung und all diese verschiedenen Sachen können bei Rückenschmerzen eine Ursache spielen. Hier sehen Sie zum Beispiel mal eine ganz typische Ursache für belastungsabhängige Rückenschmerzen. Dies hier ist eine eher jüngere Wirbelsäule und Sie sehen, dass die Bandscheibe zum Beispiel hier noch sehr gut aussieht. Die ist relativ hoch. Wenn die Bandscheibe aber altert, dann verliert sie an Wasser und wird immer kleiner. Und Sie sehen hier, die Bandscheibe ist fast gar nicht mehr da. Man hat hier so reaktive kleine Knochenzacken. Und diese kleinen Wirbelgelenke, dieses hier, diese Gelenke sollen verhindern, dass die Wirbelkörper nach vorne wegrutschen. Wenn die Bandscheiben aber dünner werden, dann ist plötzlich auf diesen Wirbelgelenken Druck. Und das macht Rückenschmerzen, manchmal auch erhebliche Rückenschmerzen. Das ist ein sogenanntes Facettensyndrom. Eine wichtige Differentialdiagnose, also etwas, was man immer bedenken muss bei Rückenschmerzen. Bandscheibenvorfälle, die können relativ harmlos sein, aber sie können auch mal auf die Nervenwurzeln drücken. Sie sehen hier mal verschiedene Bandscheibenvorfälle. Hier ist das nochmal ganz normal. Die Bandscheibe besteht normalerweise aus so einem Ring und einem galertartigen Kern. Wenn die Bandscheibe älter wird, dann ist sie nicht mehr so elastisch und verliert Wasser. Und dann können sie auch einreißen und dieser Ring kann einreißen und dann können sich Teile dieses Kerns vorwölben. Und je weiter sich so etwas vorwölbt, kann das gegen die Nervenwurzeln drücken, entweder gegen alle oder einzelne Nervenwurzeln. Und dann kommt es zu einer Ausstrahlung in das Bein, entsprechend dieser Nervenwurzel. Ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück. Hier sehen Sie zum Beispiel mal so einen Bandscheibenvorfall. Hier ist eine Kernspintomographie der Wirbelsäule, wo man in der Mitte durchgeschnitten ist. Dies ist ein Wirbelkörper, noch ein Wirbelkörper, noch ein Wirbelkörper. Hier sehen Sie, dieses Weiße ist Nervenwasser und das hier sind die Nerven. Und dieses dicke Ding hier, das ist ein Bandscheibenvorfall, der hier rausgefallen ist und hier in diesen Wirbelkanal hineindrückt. Dieses Bild ist ein Schnitt durch den Wirbelkörper, hier durch den Bandscheibenvorfall, so salamitechnisch, wenn ich das sagen darf. Und hier sehen Sie diesen großen Bandscheibenvorfall. Hier sind die Nerven ein bisschen zusammengedrückt, aber die Nerven, die hier rausgehen sollen, die hier sein sollen, sind total zusammengequetscht. Und Sie können sich vorstellen, wenn so ein Nerv gequetscht wird, der runterzieht ins Bein, dass das solche Beinschmerzen verursacht. Wenn wir so einen Verschleiß haben an den kleinen Wirbelgelenken, am Knochen, dann werden diese Knochen und die Knochengelenke immer dicker und dicker. Und dann kommt es zu einem
zu einer Einengung des Kanals. Sie sehen hier, das sind ein paar Kernspintomographien, hier eine Computertomographie. Und Sie sehen, so soll der Kanal eigentlich normal aussehen. Wenn aber diese Gelenke hier, diese und diese, immer dicker werden, wie Sie das hier sehen, dann wird der Kanal so klein. Sie sehen hier dieses kleine rote Dreieck, das ist übrig geblieben. Oder hier in der Computertomographie, da sieht man besonders gut die knöchernen Verdickungen der Gelenke. Dieses hier ist das Gelenk und dieses ist das Gelenk. Und hier sehen Sie auch, wie der Kanal insgesamt total eng wird. Diese Patienten haben auch häufig Rückenschmerzen, aber haben häufig, wenn sie lange gehen, sogenannte Beinschmerzen, die mit dem Gehen immer schlimmer werden, und wenn sie sich hinsetzen, wird es besser. Auch darauf komme ich gleich nochmal zurück. Hier sehen Sie einen solchen Patienten mit einer sogenannten Spinalkanalstenose. Hier sehen Sie nochmal den Kanal. Hier ist es besonders eng, auch hier ist es besonders eng. Und die Patienten haben Rücken- und Beinschmerzen, und wenn sie gehen, wird es immer schlimmer. Wenn sie aber anhalten und sich hinsetzen, werden die Beschwerden häufig besser, weil dabei der Kanal etwas weiter wird. Deshalb können diese Patienten, wenn sie Fahrrad fahren, viel und gut Fahrrad fahren, ohne Beschwerden zu haben. Aber wenn der Rücken gerade wird, dann wird auch der Kanal etwas enger und dann bekommen sie ihre Beschwerden. Sie sehen das hier nochmal ganz schön an diesen beiden Bildern. Hier, das ist ein Wirbelkörper, das ist vorne, das ist hinten, hier sind die Nerven. Und wenn man sich gerade hinstellt, dann kommt es zu einer Einengung des Kanals. Wenn man sich aber jetzt nach vorne beugt, wie dieser Patient oder hier beim Fahrradfahren, dann werden der sogenannte gelbe Band hinten ein bisschen gestreckt und auch die Bandscheibe wird ein bisschen gedehnt. Und dann bekommt man hier vielleicht 1-2 Millimeter mehr Platz und die Beschwerden lassen nach oder sind vollständig verschwunden. Man kann dieses hier nochmal sehr schön in einer Kernspintomographie sehen mit sogenannten Funktionsaufnahmen. Hier in dieser Kernspintomographie, da steht der Patient ganz gerade und auf der rechten Seite hat er sich nach vorne gewölbt. Und wenn Sie mal hier schauen, wo dieser grüne Pfeil ist, da ist der Kanal insgesamt ganz eng und hier ist der Kanal deutlich weiter geworden, auch wenn er nicht ganz weit ist, aber es ist deutlich weiter als hier. Und deshalb können die Patienten zum Beispiel so gut Fahrrad fahren, weil man dabei etwas nach vorne gebeugt ist. Wie ist nun eigentlich die Symptomatik beim Hexenschuss und Ischias? Mit Rückenschmerzen, Beinschmerzen habe ich Ihnen gerade erklärt. Wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, dann kommt es häufig zu einem ganz akuten Beginn. Bei den Stenosen, wo so knöcherne Veränderungen sind, da ist es häufig ein ganz langsamer Beginn, aber es kann immer wieder ganz plötzlich zu einer Verschlechterung kommen. Ganz häufig ist es bei diesen Beschwerden, wenn Sie sich hinlegen oder hinsetzen, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie sich aber belasten, dass der Schmerz zunimmt. Die eingeschränkte Gehstrecke, das habe ich Ihnen gerade erklärt, und wenn die Nerven durch den Bandscheibenvorfall oder durch diese Stenosen noch deutlicher zusammengequetscht werden, dann kann es auch zu Gefühlsstörungen kommen. Es kann zu einer Schwäche in den Füßen oder in den Beinen kommen. Und wenn auch die Nerven für die Schließmuskel betroffen sind, dann kann es sogar zu Blasenmastdarmstörungen kommen. Das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Darauf komme ich auch später noch mal kurz drauf zu sprechen. Wie läuft das nun, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat? Was muss man machen? Und geht das vielleicht von alleine weg? Muss man das immer operieren? Dafür muss man natürlich einmal wissen, wie denn normalerweise der Spontanverlauf ist. Das heißt, wenn man gar nichts macht, was passiert eigentlich damit? Und meistens ist es so, dass es von alleine wieder weggeht. Der Schmerz wird wieder besser. Dieser Bandscheibenvorfall, der verliert ein bisschen an Volumen mit der Zeit, dadurch, dass er, manche nennen das Austrocknen, dass er Flüssigkeit verliert und dadurch nimmt er auch weniger Platz ein und drückt weniger auf die Nerven. Und so ist es, dass die meisten Patienten, die akute Rückenschmerzen haben, am Anfang natürlich ganz fürchterlich betroffen sind davon, aber meistens bessert sich das nach wenigen Tagen spontan. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal aber ist das nach 1-2 Tagen schon fast vergessen. Aber es gibt leider auch immer wieder Patienten, bei denen das immer und immer und immer wieder passiert. Ganz selten ist es so, dass diese Beschwerden nicht spontan bessern.
sich nicht spontan bessern. Und wenn das so sein sollte, wenn Sie lange anhaltende Beschwerden haben, die über Wochen anhalten, selbst wenn Sie keine Lähmungserscheinungen haben, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Und der müsste dann die weitere Diagnostik machen. Das werde ich Ihnen nachher auch noch kurz zeigen. Und noch seltener entwickeln sich auch Lähmungserscheinungen. Dass man zum Beispiel nicht auf den Zehen oder auf den Fersen gehen kann oder Schwierigkeiten hat beim Treppensteigen, dass man sich so mit den Händen hochziehen muss, weil die Kraft in den Beinen nicht richtig stimmt. Und noch seltener gibt es Blasenentleerungsstörungen. Dieses hier habe ich so ein rotes Ausrufezeichen angemalt. Wenn Sie das haben, auch wenn das am Tag oder ein paar Tage nach den Schmerzen auftritt, dann sollen Sie nicht weiter abwarten und gucken, ob das von alleine weggeht. Dann müssen Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen und dann ist große Eile geboten. Weil wenn Sie mit diesen Beschwerden länger warten, mit diesen Ausfällen länger warten, dann sind die Aussichten, dass sich das später bessert, sehr viel schlechter. Wenn Sie nun nach ein paar Tagen oder vielleicht sogar nach ein paar Wochen irgendwie gar nicht so richtig zurechtkommen, dann sollen Sie natürlich zum Arzt gehen und der Arzt muss Sie dann untersuchen. Der wird dann schauen, ob dort irgendwelche Lähmungserscheinungen da sind, ob dort irgendwelche Gefühlsstörungen da sind. Aber auch häufig ist, auch wenn der Schmerz nicht weggehen will, der neurologische Befund normal. Das heißt, es müssen keine Lähmungen da sein. Es können aber natürlich solche da sein. Wenn man Lähmungen hat oder aber lange anhaltende Beschwerden, dann muss man eine Bildgebung machen. Bildgebung bedeutet, dass man eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie macht, wobei die Kernspintomographie auf jeden Fall vorzuziehen ist, weil sie sehr viel genau auch die Weichteile zeigt. Sie sehen hier eine Kernspintomographie. Ich will ganz kurz sagen, es gibt immer so ein bisschen Verwirrung. MRT, NMR und Kernspintomographie ist jeweils nur ein anderes Wort für genau die gleiche und dieselbe Untersuchung. Häufig frage ich Patienten, ob sie einen MRT gehabt haben, sagen sie, nee, aber eine Kernspintomographie. Ne? Kernspintomographie, MRT oder wie ich das hier geschrieben habe, NMR, ist genau das Gleiche. Und dieses ist tatsächlich die beste Untersuchung, wenn der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall besteht. Dieses Bild habe ich Ihnen ja schon gezeigt mit diesem riesigen Bandscheibenvorfall. Die müssen aber längst nicht so groß sein. Die können auch mal ganz klein sein, diese Bandscheibenvorfälle. Wenn sie aber an der richtigen Stelle sitzen und direkt auf einen Nerven drücken, können auch kleine Bandscheibenvorfälle erhebliche Beschwerden machen. Und der Radiologe, der Neuroradiologe, aber insbesondere der Neurologe und der Neurochirurg, die müssen immer genau wissen, wo welche Nervenwurzel langläuft und wo welcher Bandscheibenvorfall was betreffen kann. Wenn Sie zum Beispiel Beinschmerzen haben, die in die Beinrückseite und die Fußaußenkante gehen, dann wissen wir, dann ist diese Nervenwurzel S1 betroffen. Dann müssen wir nach einem Bandscheibenvorfall hier suchen. Wenn aber die Schmerzen zum Beispiel Richtung Großzehe gehen, dann ist diese Nervenwurzel betroffen, die sogenannte Nervenwurzel L5. Und die kann zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem Kreuzbein ganz weit außen oder zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel in dem Wirbelkanal betroffen sein. Genau zu wissen, welche Nervenwurzel welche Beschwerden ganz exakt machen, das ist letztendlich die Expertise, insbesondere der neurologischen Chirurgen oder der Neurochirurgen. Hier sehen Sie jetzt nochmal so eine Spinalkanalstenose. Hier ist ein normaler Wirbelkanal und hier ist ein ganz enger Wirbelkanal. Und es gibt leider auch ein paar ganz schwierige Fälle, wenn nämlich die Patienten so eine Seitverbiegung der Wirbelsäule haben, eine sogenannte Skoliose. Da muss man immer ganz aufpassen, wenn man hier irgendwas an der Wirbelsäule macht, dann wird es nur eine Frage der Zeit, wann da drüber die Wirbelsäule noch weiter abkippt. Darauf komme ich nachher auch nochmal ganz kurz zu sprechen. Wenn man eine Wirbelkanalstenose hat, dann ist immer schwierig zu sagen, Mensch, ist das eng, ist das sehr eng? Oder wie ist das eigentlich zu sehen? Und Sie sehen das hier einmal ganz schön mit dieser sogenannten Klassifikation nach Schizas, dass Sie in der Kernspintomographie den Schlauch mit den einzelnen Nervenwurzeln ganz gut erkennen können.
Das sehen Sie hier ganz gut. Und solange hier Nervenwasser, das weiße hier ist Nervenwasser, solange Nervenwasser um die Nervenwurzeln ist, ist das immer halb so wild. Das sieht vielleicht nicht so schön aus. Das ist hier auch ja schon ein bisschen enger. Und hier ist es auch ein bisschen enger. Aber wenn hier gar kein Nervenwasser mehr um die Nervenwurzeln ist, oder wie Sie es hier zum Beispiel sehen, wo das alles schwarz ist in dem Kanal, da muss man dann entsprechend aufpassen. Und wenn die klinische Symptomatik auch entsprechend besteht, muss man sich hier eventuell eine Operation überlegen. Hier sehen Sie nochmal ein sehr schönes Zeichen bei einer solchen Enge, wie Sie es beim Bandscheibenvorfall oder der Stenose sehen können. Sie können hier die einzelnen Nervenwurzeln ganz gut sehen. Und hier laufen diese Fasern so geschlängelt herein. Sie können sich das ganz gut vorstellen, wenn Sie einen Kanal haben, meine drei Finger sind hier die Nervenwurzeln, wenn Sie sich jetzt nach vorne beugen, dann ziehen Sie raus. Und wenn Sie sich wieder hinstellen, rutschen Sie wieder runter. Aber wenn der Kanal so eng ist, dann ziehen Sie die raus und dann können die nicht mehr zurückrutschen, wenn Sie sich hinstellen oder gerade hinstellen. Und deshalb sind diese Nervenwurzeln hier verlaufen so geschlängelt. Und das ist immer ein Zeichen, dass diese Stenose wirklich ganz hochgradig ist. Und hier sehen Sie nochmal eine solche MRT, NMR oder Kernspintomographie von dem Wirbelkanal. Und Sie sehen das jetzt auf drei Höhen, mal hier die verschiedenen, wie das aussieht. Sie sehen hier, sehen Sie diesen Schlauch mit den einzelnen Nerven und da ist noch Nervenwasser drumherum. Hier auf der Höhe 3, 4, das ist also diese Höhe, da sehen Sie, da ist gar nichts mehr an Nervenwasser. Da ist es also wirklich erheblich eng. Und hier sehen Sie wieder Nervenwasser um die Nervenwurzel. Also wenn dieser Patient zum Beispiel jetzt eine eingeschränkte Gehstrecke hat, nur noch vielleicht 50 Meter gehen kann und dann so massive Beschwerden kriegt, dann muss man sich überlegen, ob man dieses hier vielleicht operiert. Es gibt eine neue Untersuchung, es gibt schon ein paar Jahre, aber sie ist noch nicht sehr weit verbreitet. Das ist so die sogenannte Kernspintomographie mit Funktionsaufnahmen. Und da sieht man manchmal auch, wenn die Wirbelsäule nicht richtig stabil ist. Sie sehen das hier in diesem Fall. Der Patient steht gerade oder hat sich ein bisschen nach hinten gebeugt. Das sieht das eigentlich wunderbar aus. Und dann beugt er sich nach vorne und dann rutscht der Wirbelkörper hier nach vorne. Das ist etwas, wo man selten, aber dann doch unbedingt eine Versteifung durchführen muss. Derjenige Arzt, der Sie untersucht, wenn Sie mit solchen Beschwerden kommen, der muss die ganzen Diagnosen, die anderen Diagnosen, die was Ähnliches vortäuschen können, im Kopf haben. Sie brauchen das nicht im Einzelnen zu lesen, aber Sie sehen, wie viele Diagnosen das sind. Nicht? Es gibt ja so Zystenbildung, das Wirbelgleiten, es gibt Tumoren, aber auch zum Beispiel eine kaputte Hüfte kann ähnliche Beschwerden machen. Ein Nierenstein kann mal ähnliche Beschwerden machen. Es kann aber auch mal zum Beispiel ein Tumor in der Wirbelsäule ähnliche Beschwerden machen. Und auch daran muss man denken. Auch deshalb ist es so wichtig, wenn, selbst wenn man keine Lähmung hat, aber wenn diese Beschwerden nicht weggehen wollen oder sogar langsam zunehmen, dass man dann auf jeden Fall eine entsprechende Diagnostik durchführt. Wenn wir jetzt als Ursache gefunden haben für die Rückenschmerzen und für die Beinschmerzen, dass ein Bandscheibenvorfall ist, oder so eine Stenose. Was sollen wir dann machen? Ich hatte ja schon gesagt, der Spontanverlauf ist meistens so, dass es von alleine besser geht. Und über diese akute Phase reicht es häufig aus, dass man nur Schmerzmittel nimmt. Und nach einigen Tagen ist es meistens gut. Man kann vielleicht auch Physiotherapie machen, wobei die Physiotherapie oder Krankengymnastik, wenn man gerade ganz erhebliche Rückenschmerzen hat, eher nicht hilfreich ist. Aber wenn es einem langsam wieder besser geht oder wieder gut geht, dann ist das natürlich gut, um das für die Zukunft möglichst zu vermeiden. Und da gehört auch die sogenannte Rückenschule dazu. Und gerade für diejenigen, die häufiger solche Beschwerden haben, dass sie sich entsprechend rückenschonend verhalten. Ich sage vielen meiner Patienten immer ganz gerne, die sich so übermäßig belasten, sie müssen sehen, dass das mit der Wirbelsäule und einem selbst, das ist wie so eine Partnerschaft. Man hat eine Partnerschaft mit seiner Wirbelsäule. Wenn man bei einer anderen Partnerschaft sich gar nicht mehr miteinander verträgt, dann kann man sich zur Not trennen. Aber von der Wirbelsäule kann man sich nicht trennen. Und wenn man immer ganz
seine Wirbelsäule immer überfordert, wenn man nicht nett zu der Wirbelsäule ist, wird sie zurückzicken, wenn ich das so sagen darf, und wird ihm das Leben schwer machen. Also es ist wichtig im Eigeninteresse, dass man sich auch einigermaßen vernünftig verhält und bewegt. Und man kann, wenn man weiter Beschwerden hat und mit der konservativen Behandlung, also der nicht operativen Behandlung nicht zurechtkommt, dann kann man es auch versuchen mit sogenannten Injektionen, mit sogenannten PRTs, wo man mit einer Spritze an die Nervenwurzeln geht und dort ein örtliches Betäubungsmittel, vielleicht mit ein bisschen Cortison spritzt oder aber auch nur hier an die kleinen Wirbelgelenke etwas ranspritzt und kann sehen, ob die Beschwerden dann weggehen. Wenn das aber alles nicht hilft oder aber wenn man Lähmung hat, dann muss man tatsächlich an eine Operation denken. Vielleicht will ich noch einmal sagen, wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, dann wird das meistens oder in den meisten Fällen von alleine wieder gut. Wenn Sie aber eine knöcherne Stenose haben, da können Sie so viel Krankengymnastik machen, wie Sie wollen. Die wird leider durch diese Krankengymnastik und durch konservative Therapie nicht wieder weiter. Und deshalb muss man dann schon eher mal auch operieren. Ich habe Ihnen dieses nochmal gezeigt, diesen Spontanverlauf, gerade von Bandscheibenvorfällen, aber auch von Stenosen. Wenn Sie denn Lähmungserscheinungen bekommen, wenn Sie Blasenmastdarmstörungen bekommen, das ist wirklich immer ein Alarmzeichen, sogenannte Red Flag, dann müssen Sie und dann müssen Sie auch eilig einen Arzt aufsuchen. Gerade bei, wenn akut Blasenmastdarmstörungen auftreten und selbst wenn es am Freitagabend ist, dann warten Sie nicht bis zum Montag, bis denn die Praxis wieder auf ist. Dann müssen Sie in eine Notaufnahme kommen, um sich das, damit das abgeklärt wird. Wenn man gerade bei Blasenmastdarmstörungen zu lange wartet, kann es sein, dass sie sich gar nicht mehr bessern. Wann soll man operieren? Also noch einmal, wenn die konservative, also die nicht operative Behandlung keinen ausreichenden Erfolg hat oder aber wenn eine Muskelschwäche besteht, also Lähmungserscheinungen und natürlich, wenn Blasenmastdarmstörungen bestehen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass der Bandscheibenvorfall oder die Stenose die Beschwerden, die Sie haben, genau erklären. Es gibt viele Bandscheibenvorfälle, die völlig irrelevant sind. Wenn Sie von jedem Patienten, der durch die Fußgängerzone läuft, mal eine oder von jedem Menschen eine Kernspintomographie machen, sehen Sie viele Bandscheibenvorfälle und die meisten Bandscheibenvorfälle machen gar nichts. Das bedeutet andersrum aber auch wieder, wenn Sie Beschwerden haben und einen Bandscheibenvorfall haben, muss man nochmal schauen, ob dieser Bandscheibenvorfall denn auch wirklich die Beschwerden erklärt. Zum Beispiel mal ein Bandscheibenvorfall auf der rechten Seite kann schwerlich einen Beinschmerz auf der linken Seite erklären. Und so geht es auch mit den Höhen. Dass ob eine Bandscheibenvorfall in der Höhe LW 3, 4 macht ganz andere Beschwerden als zum Beispiel zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein. Also, das ist die gute Nachricht. Trotzdem, nur wenige Bandscheibenvorfälle müssen wirklich operiert werden. Ich will vielleicht ganz kurz hier einmal zwischenzeitlich sagen, wenn Sie nachher Fragen haben, dann sollen Sie diese Fragen bitte hier in den Chat eingeben. Ich weiß von den anderen Vorlesungen, dass am Ende meistens gar nichts kommt und die erst sehr spät kommen und manche dann nachher traurig sind, dass sie vergessen haben, dass sie dort etwas eingeben können. Also denken Sie gerne, wenn Sie was wissen wollen, nach und schreiben Sie das in den Chat hier rein, dass ich das nachher mit beantworten kann. Wenn Sie Zeitung lesen über Rückenoperationen, dann lesen Sie immer wieder Bandscheibenoperationen überflüssig, viel zu viele Rückenoperationen. Und tatsächlich, man muss bei der Indikation, also bei der Einstellung für, oder dass man eine Operation indiziert, dass man sie durchführen muss, muss man sehr vorsichtig sein und zurückhaltend sein. Man soll nicht jeden Rückenschmerz natürlich gleich behandeln. Und hier habe ich Ihnen zum Beispiel mal etwas mitgebracht. Das war ein Patient, da sah die Wirbelsäule gar nicht gut aus. Hier ist wieder eine Kernspintomographie. Sie sehen hier einen Bandscheibenvorfall. Sie sehen aber auch hier, dass die Nervenwurzeln noch Platz haben. Dieser Patient, der war 71 Jahre alt und hatte Beinschmerzen gehabt, die gingen in die Oberschenkelvorderseite und in die Schienbeinkante. Das passt zu der Nervenwurzel, sogenannt L4. Das ist nämlich genau die Nervenwurzel, die hier entlang geht.
Aber er hatte diese Beschwerden, die sind spontan wieder gut geworden. Aber er hatte dann doch noch diese Kernspintomographie gekriegt. Und bei der Untersuchung war alles in Ordnung bei ihm. Also er war eigentlich beschwerdefrei und war dann zu einem Wirbelsäulenchirurgen gegangen, der hat gesagt, ja, also wenn ich mir die Bilder angucke, das muss man operieren, das muss man versteifen. Aber der Patient hatte ja gar keine Beschwerden mehr gehabt. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber er hat gar keine Beschwerden gehabt. Und der kam zu mir zur Zweitmeinung. Meine Empfehlung war, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo er beschwerdefrei ist, braucht er nichts machen. Man braucht gar nichts machen. Man kann einfach abwarten. Er sollte ein bisschen aufpassen auf seine Wirbelsäule, aber kann langsam auch immer wieder mitmachen. Und selbst wenn denn Beschwerden wieder auftreten, dann könnte man das sicher ohne eine Versteifung operieren und könnte lediglich diesen kleinen Bandscheibenvorfall hier entfernen, was eine sehr, sehr viel kleinere Operation wäre. Also im Zweifelsfall oder wenn Sie nicht zufrieden sind, holen Sie sich gerne eine Zweitmeinung ab. Hier sehen Sie mal, wie so eine Bandscheibenoperation oder eine Stenoseoperation aussieht. Der Patient liegt auf dem Bauch und wir operieren das immer mit dem Mikroskop. Aber Sie sehen, wie groß das Schnitt für eine Stenose oder für einen Bandscheibenvorfall ist. Das sind so etwa 2 Zentimeter. Wenn Sie so einen kleinen Schnitt machen, dann müssen Sie während der Operation aber immer röntgen, dass Sie auch in der richtigen Höhe sind. Ganz leicht, wenn man mit seinem Winkel nach unten ein bisschen abweicht, dann könnte man in der falschen Höhe sein und vielleicht die falsche Höhe operiert. Das bedeutet, während jeder Operation muss man die Höhe kontrollieren, dass man auch die richtige Höhe operiert hat. Und wir operieren alles mit dem Mikroskop. Das Mikroskop, das beleuchtet das gut. Wir haben eine sehr gute Ausleuchtung. Wir sehen alles vergrößert und können natürlich entsprechend feinmechanisch dort operieren. Und wir brauchen nie die ganze Wirbelsäule irgendwie darstellen. Wir können immer ganz kleine Teile nur darstellen, aber dafür müssen wir natürlich immer genau wissen, wo wir hinkommen, wo wir ganz genau sind. Aber das ist halt auch die Spezialität der Neurochirurgen. Hier sehen Sie, was man bei einem Bandscheibenvorfall macht. Das ist natürlich entsprechend vergrößert hier. Dort eröffnet man den Wirbelkanal hier hinten etwas seitlich. Dann sieht man hier den sogenannten Dura-Schlauch da, in diesem Schlauch, wo die ganzen Nerven drin sind. Und unter jedem Nerven, unter jedem Wirbelkörper verlässt ein Nerv dann die Wirbelsäule. Und hier sehen Sie, dieser Nerv ist durch einen Bandscheibenvorfall hier betroffen. Den nimmt man dann raus, man hält das ein bisschen zur Seite. Das kann man mikrochirurgisch machen, das kann man über ein Endoskop oder über so einen Schaft machen. Und diesen Zugang kann man vor allen Dingen, wenn der Vorfall ganz weit außen ist, auch von ganz außen operieren. Und Sie sehen das hier durch so einen kleinen Zugang mit dem Mikroskop oder auch mal mit dem Endoskop kann man das machen. Und so groß ist der Schnitt. Unsere Patienten kriegen heute noch nicht mal ein Pflaster oder beziehungsweise kriegen nur so eine durchsichtige Hautklebung und brauchen gar kein Pflaster und können entsprechend auch dann gleich wieder zum Beispiel duschen. Wenn Sie eine Stenose haben, dann müssen wir natürlich nicht nur den Bandscheibenvorfall entfernen oder gibt es keinen Bandscheibenvorfall, dann müssen wir aber den Kanal eröffnen. Und den Kanal eröffnen wir so, dass wir unter dem Mikroskop diese knöchernen Veränderungen abfräsen. Sie sehen das hier ganz schön, wie es hinterher ist. Und dann wird der Kanal sozusagen wieder eröffnet. Hier sehen Sie so ein intraoperatives Bild durch das Operationsmikroskop fotografiert. Hier sehen Sie zum Beispiel diesen Patienten mit dieser Spinalkanalstenose, mit dieser Einengung. Das war vor der Operation. Sie sehen, dass Sie hier dieses Weiße, diesen Liquor, das Nervenwasser gar nicht mehr sehen. Und Sie sehen hier nach der Operation, wie schön das alles wieder da ist. Und noch besser sehen Sie das vielleicht hier in diesen sogenannten axialen transversalen Schichten. Dieses war der Kanal und dieses ist der Kanal hinterher. Sie sehen wieder die einzelnen Nervenwurzeln, die von Nervenwasser umflossen sind. Ganz wichtig ist bei diesen Operationen, dass man die Gelenke erhält. Sie sehen, hier ist das kleine Wirbelgelenk. Sie erinnern sich, ich habe vorhin gesagt, diese kleinen Wirbelgelenke sind so dachziegelartig übereinander und sollen verhindern, dass die Wirbelkörper nach vorne wegrutschen.
wenn Sie zu viel von diesen Wirbelgelenken wegnehmen, dann rutscht es tatsächlich hinterher ab und Sie kriegen ein sogenanntes Wirbelgleiten. Wenn Sie aber ganz vorsichtig und minimalinvasiv bzw. mikrochirurgisch operieren, dann können Sie die größten Teile der Gelenke erhalten, wie Sie das hier sehen, wenn Sie das hier und hier vergleichen und sehen, dass Sie trotzdem den Kanal sehr schön erweitern können. In Versteifungsoperationen finden Sie so mikrochirurgisch operieren auch häufig unnötig. Und dass diese Operation, die Versteifungsoperation selbst bei einem bereits bestehenden Wirbelgleiten, wenn es gering ist, unnötig sind, das hat diese Arbeit gezeigt. Das ist eine Arbeit, wo man Patienten zufälligerweise ausgewählt hat, ob man sie versteift oder nicht versteift. Und die Patienten hat man 5 Jahre lang beobachtet. Und man hat gesehen, dass die Versteifungsoperationen hier überhaupt gar keinen Vorteil gebracht haben. Nur Risiken, nur größere Operationen, größere Blutverluste, längere Operationszeiten, aber ohne einen klinischen Zugewinn. Und deshalb sollte man mit diesen Versteifungen sehr vorsichtig sein. Aber in Einzelfällen sind diese Versteifungen trotzdem unbedingt notwendig. Wie sieht nun die Prognose letztendlich aus? Erstmal, die Operation dauert so in der Regel für eine Bandscheibenoperation, auch so eine Stenoseoperation, etwa 1 Stunde. Die Patienten sind in der Regel 3 bis 4 Tage im Krankenhaus. Und die Prognose ist exzellent. Sie sehen hier übrigens so einen großen Bandscheibenvorfall, den wir hier rausgeholt haben, der hier 1, 2, 3 Zentimeter lang ist. Und die Prognose, wenn die operiert werden, ist sehr gut. Mit 80 bis 90% ist man wesentlich gebessert, aber leider nicht in 100%. Und Sie müssen auch sehen, dass die Prognose natürlich unterschiedlich ist, je nachdem, wen Sie operieren. Wenn Sie hier zum Beispiel diese alte Dame sehen, 87 Jahre, schon seit einem Jahrzehnt Rückenschmerzen, eine höhergradige Lähmung, dann hat sie noch so eine Knochenarmut, eine Osteoporose, hat einen Diabetes, ist herzinsuffizient, ist depressiv. Wenn diese Patientin operiert wird, hat sie natürlich eine sehr viel schlechtere Prognose als zum Beispiel dieser Patient, der 33 Jahre ist, gerade mal seit 6 Wochen nur Schmerzen hat, aber noch keine richtigen Lähmungen hat, der durchtrainiert ist, Nichtraucher ist, der hat eine ganz andere Prognose. Das muss man natürlich immer vor der Operation ein bisschen einschätzen. Je besser man dran ist und je fitter man ist, desto besser ist natürlich auch die Prognose. Ich habe hier nochmal Nichtraucher aufgeschrieben. Die Operation, also insbesondere die Stenose-Operation und die Operationen am Knochen, die, wie ich Ihnen das hier gezeigt habe, eine sehr gute Prognose, aber bei Rauchern und starken Rauchern ist die Prognose insgesamt deutlich schlechter. Was sind die Ursachen für unbefriedigende Ergebnisse? Ich hatte ja gesagt, in 10 bis 20% ist man nicht ganz zufrieden. Das kann sein, dass da eine Instabilität da ist oder es kann sein, dass Narbengewebe da ist. Aber es kann auch sein, dass man einen Bandscheibenvorfall operiert hat, der vielleicht gar nicht dafür für die Beschwerden zuständig war. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wie viele Leute einen Bandscheibenvorfall oder auch mehrere Bandscheibenvorfall haben. Man muss genau wissen, welcher Bandscheibenvorfall auf welche Symptomatik verursacht. Über Raucher habe ich kurz schon geredet. Eine zu späte Operation kann auch schwierig sein. Und insbesondere dann, wenn Sie Lähmungserscheinungen haben. Und je länger eine Lähmung besteht, mit Blasenentleerungsstörung hatte ich Ihnen schon gesagt, aber je länger eine Lähmung besteht und je höhergradiger sie ist, desto schlechter ist die Prognose. Deshalb nochmal ganz wichtig, wenn Sie Lähmungserscheinungen, also eine Muskelschwäche entwickeln oder Blasenentleerungsstörung, sofort operieren oder sofort zum Arzt. Es kann auch mal sein, dass es Entzündungen gibt und auch Entzündungen können natürlich das gute Ergebnis schlechter machen. Die Prognose insgesamt, hatte ich gesagt, ist gut bis sehr gut, bei den Patienten 80 bis 90%. Aber was wir durch die Operation nicht können, ist das Altern anhalten. Leider werden wir trotzdem alter, auch wenn wir operiert werden und die Wirbelsäule an der Stelle vielleicht gut ist, aber sie verschleißt weiter. Altern bedeutet auch letztendlich zunehmenden Verschleiß. Und das sollten wir auch vielleicht bei unseren Erwartungen berücksichtigen. Und jetzt habe ich hier noch so eine ganz furchtbare Wirbelsäule Ihnen
mit Röntgenbildern und mit einer MRT-Untersuchung mitgebracht. Sie sehen normalerweise in dieser Aufnahmetechnik von vorne nach hinten, sollte die Wirbelsäule ganz gerade sein. Und Sie sehen, wie verbogen die Wirbelsäule ist. Und nicht nur verbogen, auch verdreht ist die Wirbelsäule. Hier sehen Sie das. Und wenn Sie eine solch fürchterliche Wirbelsäule haben, dann muss man sehr überlegen, was man macht. Wenn Sie jetzt anfangen, hier einen kleinen Bandscheibenvorfall zu operieren, dann wird das wahrscheinlich für ein paar Wochen oder Monate gut gehen. Aber die Wirbelsäule, diese Skoliose, wird weiter abkippen und nach einem halben Jahr oder einem Jahr wird alles viel schlimmer sein. Deshalb muss man manchmal bei diesen Wirbelsäulen überlegen, wenn die Patienten extreme Beschwerden haben, ob man die Wirbelsäule nicht von hier bis hier unten versteift und wieder aufrichtet, so wie Sie das zum Beispiel hier auf diesem rechten Bild sehen. Aber häufig sind es auch Patienten, die 80 oder 85 Jahre alt sind. Denen können Sie so eine große Operation und sollen Sie eine so große Operation gar nicht zu. Da ist manchmal auch ein Rollator hilfreich. Und wenn man diese Patienten fragt, die solche schlimmen Wirbelsäulen haben, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen und ihren Einkaufswagen fahren und darunter geht es ihnen gut, dann kann man sich auch immer überlegen, ob man vielleicht statt einer so großen Operation vielleicht einfach das mit einem Rollator versucht zu behandeln. Insbesondere wenn man alt und viele andere Erkrankungen hat, ist das eine vielleicht ganz gute Alternative. Die Neurochirurgie in Altona hat sich besonders darauf spezialisiert. Und wir haben in Altona eine ganz besondere Expertise für mikrochirurgische, minimalinvasive Eingriffe. Genauso wie im Gehirn, wo wir nichts kaputt machen dürfen, machen oder wollen wir natürlich auch nichts an den Nerven kaputt machen. Ganz wichtig ist, dass wir diese ständige Anwesenheit haben. 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, ist jemand hier, der sich damit auskennt. Und wenn es mal eine Komplikation geben sollte, ist es natürlich wichtig, dass man die auch sofort behandeln kann. Zum Beispiel eine Nachblutung, was immer mal sein kann. Gerade wo ältere Patienten natürlich auch häufig irgendwie Blutverdünner nehmen oder nehmen müssen und man vielleicht irgendwelche Kompromisse machen muss wegen dieser vielen zusätzlichen Erkrankungen. Besonders wichtig und gut hier bei uns ist, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten mit vielen anderen Abteilungen, besonders mit den Orthopäden und Unfallchirurgen, wenn dort Frakturen zusätzlich liegen, aber auch die Radiologen, Neuroradiologen, die Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten, mit all denen arbeiten wir zusammen und im Team versuchen wir dann natürlich die besten Ergebnisse für die Patienten herauszubekommen. Und besonders gut ist natürlich bei uns auch die exzellente apparative Ausstattung mit Hochleistungsmikroskopen, mit intraoperativer Bildgebung und so weiter. Ich denke, wenn Sie eine solche Erkrankung haben, was ich keinem von Ihnen wünsche und vor allen Dingen, dass es auch nicht operiert werden muss, aber wenn es so ist, sind Sie sicher bei uns gut aufgehoben. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich jetzt am Ende und wenn Sie Fragen haben, ich sehe bisher noch gar keine. Doch, jetzt sehe ich dort etwas. Aber schreiben Sie das weiter und ich versuche, Ihre Fragen jetzt zu beantworten. So, ich versuche mal hier ganz kurz zu sehen, was hier steht. Ab wann ist ein Nervenbahn denn tot? Das ist eine sehr gute Frage, weil das auch schwer zu beantworten ist. Es kann sein, dass eine Nervenwurzel oder ein Nerv überhaupt gar nichts mehr macht, aber überhaupt nicht tot ist, aber man denken könnte, es tot. Denken Sie mal dran, wenn Sie morgens aufwachen, kennt bestimmt jeder mal, dass der Arm eingeschlafen ist. Sie können überhaupt gar nichts bewegen und es scheint, der Nerv scheint tot zu sein. Er erholt sich wieder ganz schnell. So kann das auch mit den Nerven in der Wirbelsäule sein, wenn ein Bandscheibenvorfall raufdrückt. Es kann sein, dass überhaupt gar keine Funktion mehr des Nervens da ist, aber dass er sich erholt, wenn der Druck weg ist. Und wir können das manchmal gar nicht richtig unterscheiden. Wir wissen nur, je länger denn diese ganz schwere Lähmung besteht, desto schlechter ist die Prognose und desto schlechter kann sich ein Nerv erholen und desto eher ist er vielleicht auch tot. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet.
kann eine andauernde falsche Haltung, leicht gebeugt und zusätzlich an einem Tag mehrfach schwer gehoben, zu heftigsten Schmerzen führen, soll das wohl bedeuten. Ja, es gibt, die Wirbelsäule hält viele Lasten aus. Eine gesunde Wirbelsäule hält sehr viele Lasten aus. Aber es gibt sicherlich, wenn man ewig viel arbeitet, schon vielleicht mehr Verschleißerscheinungen. Aber noch viel wichtiger sind möglicherweise dort Fehlhaltungen und es sind auch sogenannte Veranlagung für solche Verschleißerscheinungen wichtig. Es gibt Familien, in denen das deutlich gehäuft vorkommt. Aber natürlich so ungesunde Haltung über lange Zeit ist schwierig. Aber wenn Sie mal irgendwie sowas machen, brauchen Sie keine Angst haben. Wenn Sie aber bereits Beschwerden haben, dann sollten Sie nicht versuchen, wie viel kann ich denn eigentlich aushalten? Dann sollten Sie eigentlich diese Bewegung zumindest eine Zeit lang versuchen zu reduzieren oder zu vermeiden, damit sie sich erstmal erholen können, bevor sie sich wieder belasten können. So, die nächste Frage wäre, wie lange dauert es nach einer Operation denn dann, bis man sich wieder voll bewegen kann? Das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten und ich habe einen Kollegen von mir in einem anderen Krankenhaus, selbst Neurochirurg, der war nach einer Woche wieder so fit, dass er selbst wieder Bandscheiben operiert hat. Das ist allerdings nicht das, was wir empfehlen. Aber es gibt viele Patienten, die sehr schnell wieder auf die Beine kommen und manche Patienten, die brauchen eine ganze Zeit, die brauchen Wochen und es hängt auch ein bisschen davon ab, was sie nachher für eine berufliche Belastung haben. Ein Bauarbeiter mit einem Bandscheibenvorfall, der immer wieder 50 Kilo schleppen muss oder so, der braucht sicherlich länger, bis er voll wieder dabei ist. Während jemand, der, was weiß ich, nur eine leichte körperliche Belastung Beruf hat, sehr viel eher wieder dabei sein kann. Aber Sie können so als Faustregel eigentlich sagen, nach 6 Wochen sollten die meisten eigentlich wieder voll einsatzfähig sein, allerspätestens nach 3 Monaten, wenn diese extremen Belastungen sind. Aber es gibt erhebliche individuelle Unterschiede und es kann auch sein, dass einer, der sich am Anfang gar nicht besonders gut erholt, trotzdem, oder der hat in der Regel genau das gleiche Ergebnis wie derjenige, der sich ganz schnell erholt. Und vielleicht darf ich noch sagen, die nach der Operation sofort völlig beschwerdefrei sind, was viele sind, die vielleicht nur leichte Rückenschmerzen haben, die haben schnell alle Vorsichtsmaßnahmen vergessen und überlasten sich gerne, was dann letztendlich für den weiteren Heilungsverlauf dann auch hinderlich sein kann. So, da muss ich mal gucken. Da ist sehr geehrter Professor Kehler. Laut einem Flyer halten Sie einen weiteren Vortrag im Dezember geplant. Ich meine zum Thema Spinalkanalstenose. Den finde ich leider nicht auf der Homepage. Ist das noch aktuell? Ja, ich glaube, im Dezember ist das. Dort werde ich mich ausschließlich mit der Spinalkanalstenose beschäftigen. Aber Sie haben jetzt schon einiges darüber gelernt. Es gibt vielleicht einige Sachen, die sich dann auch wiederholen werden. Aber gerade wenn Sie davon betroffen sein sollten, ist das vielleicht ganz gut. Im Dezember ist dieses, das müssen wir nachschauen, das wird sicher wieder aktualisiert werden, falls da irgendwas passiert ist, dass es nicht auf der Webseite ist. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt muss ich mal schauen. Das ist vielleicht noch wichtig, dass auch diese einzelnen Webinare nachher auf die Internetseite gestellt werden, dass Sie das später auch sehen können. Dann steht hier, da muss ich mal schauen, ich habe 2 bis 3 Mal im Jahr einen Hexenschuss und kann dann beidbeinig nicht auftreten. Mit Tabletten und Liegen verschwinden die Beschwerden nach ein paar Tagen. Muss ich damit einfach leben lernen, da ich keine Lähmungserscheinungen habe? Wenn solche Beschwerden immer und immer wieder auftreten, dann ist das schon sinnvoll, dass man auch mal eine Bildgebung, eine Kernspintomographie macht. Aber solange Sie immer mal nur 2, 3 Tage Beschwerden haben und es Ihnen dann wieder ganz gut geht, dann
ist sicherlich dieses nicht gefährlich und Sie müssen nichts machen. Aber wenn es schlimmer wird, dann spätestens sollten Sie das machen. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, dass das so Verschleißerscheinungen sind und man kann auch nicht allen Verschleiß und das Altern letztendlich durch eine Operation wegzaubern und eine gewisse Belastungsempfindlichkeit ist bei einer verschlissenen Wirbelsäule auch normal. Wenn Sie damit ganz gut leben können, ist das in Ordnung. Wenn Sie aber sagen, nein, das ist, belastet mich so in meiner Lebensqualität, da muss man einmal weiter forschen. Man muss aber trotzdem vorsichtig sein bei solchen Sachen, dass man solche Sachen auch nicht immer reparieren kann. Wenn Sie auch gar keine Beschwerden haben und man eine Bildgebung macht, dann kann man manchmal auch gar nicht sagen, von welcher Stelle das kommt. Ich hatte Ihnen ja gesagt, man hat manchmal viele Bandscheibenvorfälle, man hat viele Verschleißerscheinungen und man muss immer ganz genau, bevor man operiert, ganz genau wissen, an welcher Stelle eigentlich das Problem ist und welche Stelle, welche Veränderung denn die Beschwerden auslöst. Wenn jemand ohne Beschwerden kommt, ja, dann ist das natürlich entsprechend schwierig und dann wird aber, wenn man keine Beschwerden hat, man auch keine Operationsindikation stellen. So, jetzt glaube ich, war es das. Genau, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für Ihre rege Diskussion. Ich hoffe, dass Sie eigentlich mich nie brauchen werden. Sollte das aber so sein, ist mein Team und ich gerne für Sie bereit, Ihnen zu helfen und das Beste aus Ihrem Rücken zu machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.